allerhand Viecher im Schneecherland. Der Natur im Schneecherland, Manner, ist dies erbracht. Nerzen beschreiben. Da zwitschke, zu zwatschke, zu singen, zu springen, zu hupfen, zu zupfen, das Grot erfreit ist. In der Luft jubilieren, t'Kraner wird Viergel, der Straxenbeißer kreist hauch drum am Himmel, der Kuckerutz schreit im Wohl, du aus den Beimen, kind der Gesang für die Grusel, Wusel, Quietscher, wie wenn man inneren Konzertsaal war. Auf den Fallen hupfen die Grauwackleimanone, auf den Wiesen schwarzelt der Pripitsch durchs Groß, im Gebüsch hockt der Grunzer Pumpf, und im Wohlt schleicht der Graum wirklich Kreisgraum immer dimm. Im Wasser over dummen sie Florankel und Sprangankel, Blude blunzen quackelt im Sumpf, im Schilf glitzern und flitzern die Schliewigsten, das Groder Pracht ist, Nerzen beschreiben. Der Klugschleißer, Professor Wadiwastel, kennt alle Viecher im Schneecherland und haut sie in vier Kategorien erteilt. In der ersten Kategorie kommen Viecher, die existieren und die man kennt. In der zweiten Kategorie sind Viecher, die existieren, aber die man nicht kennt. In der dritten Kategorie sind die Viecher, die man nicht kennt, aber die existieren. Und zuletzt in der vierten sind Viecher, die nicht existieren und die man auch nicht kennt. So habe ich halt vor mir hin spekuliert. Über die Viecher im Schneecherland und über den klugschleißerten Professor Wadiwastel. Und wenn ich da so hinspekuliert ho im Schatten von der Kaiserburg, wo meine Faces ihrer Wasser einkalten, ist auf einmal einer neben mir im Groß guckt. Wo kommst du her? Hab ihn gefragt. Wo kommst du her? Hat er zurückgefragt. So haben wir uns gleich gut verstanden, weil wir die gleichen Interessen gehabt haben und eine richtige Kommunikation. Er war ein Glutsgneisterer. Ich habe ihn gleich erkannt an seinen langen Augen und an seiner glumperten, schrumpelten Nosen. Ich komme von überhaupt nicht her, hat er gesagt. Ich bin da daheim, ich wohne gleich da unten in der Uferböschung. Er hat ja so viel dazu können, der Old Glutsgneisterer mit seinen langen Augen und seiner schrumpelten Nosen, weil er so viel erlebt hat in seinem langen Leben. Vom Kaiser hat er dazu, für die Feste, die auf der Burg drum gefeiert worden sind. Und von Oberst Wallenstein hat er dazu, den sie imbracht haben mit dem Spieß hinterrücks in der Nacht. Und vom Fliegerangriff, wie der Bahnhof ausbombt worden ist. Bumpertauz, Bumpertauz, hat er gesagt, der Glutsgneisterer mit seinen langen Augen und seiner schrumpeligen Nosen. Der ganze Buhn hat gewackelt, dass gleich meine Kinder aus dem Niestasser gefallen sind. Sein Großvater ist seinerzeit von einem Splitter getroffen worden, hat er erzählt. Und sein Urgroßvater ist von einem Wilderer erschossen worden, hat er erzählt. Drüben am Dünnberg, Wahlen für eine Wildsau gehalten hat. War aber nicht schlimm, hat er gesagt, der Glutsgneisterer. Weil mir Glutsgneisterer eh nicht existieren und unbekannt sind. Wir gehören zu der vierten Kategorie, musst wissen. Er hat mir dann seine Wohnhöhle gezeigt unter der Hohnerbielstauen am Ufer. Ganz komfortabel angerichtet, muss ich sagen.
eine kleine Küche mit einem Rauchabzug zur Eingangsluchasse, ein Klo mit echt fließendem Wasser direkt in die Irche rein, ein paar Fluchtgänge nach draußen, wenn der Beißbub-Bussard kommen sollte. In der hintersten Kammer ist Savai gesessen, war eine stattliche Person, die Glutzgneisterin, mit ihren rautlackierten Krallen und ihrem hauchdubierten Fall. Sie ist grad auf den Niest guckt. Wir kriegen Nachwuchs, hat der Glutzgneisterer geflüstert. Wird bald so weit sein. Und dann ist ihm was eingefallen. Willst auch einmal brein auf den Niest? Hat er gefragt. Weil du mein Freund bist, ist eine große Ehre, das darf nicht jeder. Ich bin gleich ein wenig erschrocken. Ja, kore denn dies, hab ich gefragt. Ja, ist nicht schwach, hat er gesagt. Brauchst du bloß aufsetzen aufs Ohr, alles andere Kind für selber, hat er gesagt. Der Glutzgneisterer mit seinen langen Augen und seinen schrumpelten Nasen. Da ist die Glutzgneisterin gleich aus dem Niestasse gekuppt und hat in der Küche einen Kaffee hingestellt, wo ich habe draufgesetzt aufs Nest. Aufs Ohr war ein scheiß, sympathisches, rundes Ohr. Ich hab's auch schon ein wenig Rumpeln gespürt unterm Hintern. Und aframal, was soll ich sagen, aframal hat's kolpert und kumpelt wie bei einem Erdbeben. Ich bin gleich verniest, euer Kopf, da war's auch schon geschehen. Ein glunner, kleines, wunderscheins Bibi Knutzgeisterl. Mei, war dort Freit graus, nicht zum Beschreiben. Die Eltern sind gleich aus der Küche gerät, kommen und haben gratuliert, weil ihr so ein scheiß Bibi-Glutzgneisterl auf die Welt gebracht hat. Ich habe einen Taufbohnen machen dürfen, war eine große Ehre. Und habe mich nicht lumpen lauern dürfen und ein Geburtstagsfest ausrichten dürfen, war eine große Ehre. Wenn wir einen 0. Geburtstag gefeiert haben, sind überall her die Verwandten und Bekannten gekommen, egal, ob sie existiert haben oder nicht. Sind angelaufen und angeflogen und angeschwommen gekommen, wie wenn sie schon drauf gewartet hätten, auf das Fest. Alle Glutzgneisterer aus der Uferböschung sind gekommen und die Grauwackler vom drüben Ufer sind gekommen. Und die Schnabler 50er und die Zwängtränkter da und die Florankel und die Spralankel und die Schliwixen und die Schliwixen sind gekommen. Und sogar die fette Bluderblunzen ist gekommen mit ihren Ziergrauwatschlappen Kinder. Zuletzt ist auch noch der Glugschleißer Professor wie die Wastel auch getroffen. Da ist aufgetragen worden, dass er Tischplatten burgen hat, und alle haben gegessen und getrunken, und ich hab's gezahlt. Wir haben fast den ganzen Tag gefeiert, von der Früh bis zum Abend. Und das neuborene Bibi Glutzgneisterl hat auch mitgefeiert, weil die Glutzgneisterer Nestflüchtler sind und gleich nach der Geburt mitfeiern können. Spader ist dann starr geworden und war bloß nur das Schnarchen für die Hausbewohner zu heilen. Da sind der Klugschleißer Professor wie die Wastel und ich immer nur im Nonnen gerochen im Haus und haben gesucht. Was wir gesucht haben, einen Schluss für die Geschichten haben wir gesucht, haben aber keinen gefunden. Deshalb hat die Geschichte da überhaupt keinen Schluss. Sie hört einfach auf. Anhang
Auszug aus der Beschreibung der nicht existenten Tiere im Schneegerland von Professor Wunibald Vidivastl. Glutzkneisterer Glusus Vidivastulus. Unbekannt und nicht existent. Gehört wie der ebenfalls nicht existente und unbekannte Grieskotz zur Familie der Wasserschleimer. Obwohl der Glutzkneisterer nachweislich nicht existiert, verfügt er über 4 mit feinem Pelz besetzte, krallenbewehrte Pfoten und eine klumpig-schrumpelige Nase. Seine 2 etwas zu kurz geratenen Flügel an den Schulterblättern ermöglichen es ihm, kurze Strecken in einer Art Flatterflug zu bewältigen. Der Kopf ist im Verhältnis zum Rumpf übermäßig groß, mit 2 langen Ohren, zwischen denen sich beim Männchen eine weiß gesäumte, ansonsten rote Zipfelmütze befindet. Das Weibchen hingegen ist zipfellos. Der Glutzkneisterer ist standorttreu. Seine Wohnhöhle befindet sich vornehmlich in Uferböschungen unter überhängendem Astwerk. Fortpflanzung. Die weibliche Glutzkneisterin legt nach einer Schwangerschaft von 13,5 Knorken, die Knorke ist ein altertümliches Zeitmaß und umfasst die Zeitspanne, die ein Laubfrosch benötigt, um von einem Ufer eines etwa 18 Pasteten breiten Teiches zum anderen zu gelangen. Die Pastete hinwiederum ist ein altertümliches Längenmaß und umfasst die Schattenlänge eines Fliegelbiegelbaumes, allerdings nur im Hochsommer zur Vollmondzeit. Der Fliegelbiegelbaum hinwiederum ist ein nicht existentes Gewächs, aus dem Schnugelbugel und andere Gewürze hergestellt werden. Schnugelbugel ist ein und so weiter. Aufzeichnung zu Ende, Papierstau. Die weibliche Glutzkneisterin legt nach einer Schwangerschaft von 13,5 Knorken, wie gehabt, ein Ei in das recht schlampig gebaute Nest. Nach einiger Zeit schlüpft ein mit weißem Flaumhaar bedecktes Jungglutzkneisterl oder Glutzkneisterküken und beginnt als Nestflüchter sofort mit der Nahrungsaufnahme. Da die Glutzkneisterin ausgesprochen brutfaul ist, befleißigt sie sich einer List. Ähnlich dem Kuckuck, der seine Eier von fremden Vögeln ausbrüten lässt, nützt sie die Hilfsbereitschaft einfältiger Passanten aus, um sie auf das Nest zu locken und das Brüten zu übernehmen. Da die Glutzkneister als nicht existente Wesen keine natürlichen Feinde besitzen, abgesehen vom Bulbbussard, der aber ebenfalls nicht existiert, vermehren sie sich rasch, sodass manche Flussufer bereits völlig verglutzgneistert sind.